Whoa. 1, 2. So, hey! Big eight! How's everybody feel tonight? Good, good. So is everybody ready for tomorrow? What do you want to hear tomorrow? Detroit Rock City? Heaven's on Fire? Rock and Roll All Night? Firehouse? Tears Are Falling? Crazy Night? Very good. Very good. Gene, on this Monsters of Rock this year, you play before Iron Maiden. Once you said you Iron Maiden. Once you said you never play before a band that opened for you. Why this year? Because this year we thought it would be very special to come over and play for all the people here. So we thought. So good. When Kiss is on stage, there's nobody else on. It doesn't matter. Also, meinte, eure Reaktion zeigt, warum sie vor Iron Maiden spielen, weil ihr sie sehen wollt. We also planned a very special show because we wanted to make sure we played all the songs that everybody wanted to hear. Es wird morgen eine ganz spezielle Kiss-Show für euch geben. That's amazing. Lasst mich mal kurz fragen, was ihr morgen zu erwarten habt von Kiss. What can the crowd expect tomorrow of your show? Songs that go back all the way to the first album. From Deuce will be the first song and all the way up to the present. 15 years of rock and roll. Es wird also vom ersten Album bis zum neuesten Album aus 15 Jahren Kiss wird es was geben. Everybody should know that this is the reason that we're here, is because of all the great people. I told it already. All the wonderful people who are here is why we are here. Paul sagt, es ist wohl unschwer zu erkennen, dass dies der Grund ist, warum Kiss hier seid. Und damit könnt nur ihr gemeint sein. Eine Sache, die euch mit Sicherheit interessiert und die seit Jahren im Gespräch ist. Es ist seit Jahren immer wieder gesagt worden, es wird Kiss Alive 3 geben. For years and years there's talk about Kiss Alive 3. When will it be published? When will it be released? We don't know yet. Right now we have an album coming out in October that will be all the best of Kiss. And two new songs. So that's October 17th. Paul sagt, am 17. Oktober wird es eine Best of Kiss LP mit zwei neuen Stücken geben. Am 17. Oktober. Soweit erstmal zu Kiss, die Band. We just played Donington for 107,000. They're much louder. Der Gene sagte mir eben, sie haben in Castle Donington vor 107,000 Leuten gespielt.
Aber ihr macht bei weitem mehr Radau als die alle zusammen. KISS waren seit 1984 nicht mehr in Deutschland. Und jetzt kommt's. Nach diesen Monsters-Festivals wird es eine England-Tour geben. Jetzt interessiert uns alle natürlich, gibt es auch eine Deutschland-Tour? We heard that after the Monsters of Rock Festivals in Germany, England, whatever, there will be a full English tour. When can we expect the next German tour? Because the last time you toured here was 84. Does everybody here want to see us come back to Germany? I think so. Everybody wants to see us. Everybody wants to see us come back with the whole show. Soon. Well, maybe we will see if we can come next month. We'll see if we can come before we go back to America. Maybe we can come after we are in England. That would be brilliant. Thanks a lot for coming down. Thank you. Thanks a lot for coming down. All the best for tomorrow. Für heute von der Mosh Talk Show und Frank, nächste Woche geht's weiter. Womit? Nächste Woche geht's weiter mit Treat, Great White und Anthrax mit Live-Ausschnitten und Interviews. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.